Hallo erstmal und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mit euch über das Thema sprechen, wie man eigentlich einen passenden Betreuer oder eine passende Betreuerin für seine Abschlussarbeit, sei es nun Bachelor- oder Masterarbeit, findet. Los geht's! Ich selbst habe mittlerweile sowohl eine Bachelor- als auch eine Masterarbeit geschrieben und kann deswegen ganz gut aus Erfahrung berichten, wie ich dabei vorgehen würde, einen Betreuer oder Betreuerin zu finden, weil ich so einige Erfahrungen gesammelt habe und ich euch gerne meine Fehler ersparen würde. Die erste Frage, wann sollst du dich um einen Betreuer kümmern? Also wenn du im nächsten Sommersemester schreiben möchtest, dann jetzt so. Also jetzt ist so der Zeitpunkt, wo man sich umschaut und ja, wo man am besten natürlich auch schon eine Idee hat, worüber man schreiben möchte, weil normalerweise fragt man die Betreuer, wenn man sie anfragt, eben schon mit einem Thema an. Also man muss jetzt noch nicht das konkrete Thema oder Titel der Arbeit wissen oder so, aber zumindest so einen groben Peil haben, in welche Richtung es geht, sollte man schon haben, weil die danach auch thematisch aussuchen. Worauf solltest du nun also bei der Auswahl deines Betreuers achten? Ich muss sagen, es hat sich bewährt, jemanden zu nehmen, den man kennt. Das kann zum Beispiel sein, weil du schon ein Seminar bei ihm oder ihr hattest oder vielleicht hast du auch nur eine Vorlesung gehört oder das war mal dein Tutor. Vielleicht, keine Ahnung, arbeitest du auch an einem Lehrstuhl und hast deswegen Kontakt mit jemandem, wie auch immer. Aber es ist immer leichter, eben jemanden als Betreuer zu haben, den man einfach ein bisschen besser einschätzen kann, dessen Stil man kennt, dessen ja auch so Bewertungsmaßstäbe, also ob der halt, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel Dozierende, die sind sehr pingelig, was Formalia angeht und anderen ist das nicht so wichtig oder einfach generell, wie die halt so drauf sind, ob das eher so entspannte Menschen sind oder ob das eher so, ja, sehr strenge Menschen sind. Da gibt es ja einfach total verschiedene Typen und wenn du halt jemanden nimmst, den du nicht kennst, ist es halt total schwer einzuschätzen. Ich hatte in meiner Bachelorarbeit jemanden, den ich vorher kannte durch ein Seminar und in meiner Masterarbeit jemanden, den ich vorher nicht kannte und ich muss sagen, das hat mich schon einfach in Stress versetzt, also hat mich irgendwie verunsichert, weil ich eben gar nicht wusste, wie die Person so bewertet und auf was sie so Wert legt. Natürlich kann man sie fragen, aber es selber schon mal in einem Seminar zum Beispiel erfahren zu haben, ist natürlich nochmal was anderes. Also wenn es geht, schreib bei jemandem, den du irgendwie schon mal kennst. Das zweite, worauf ich achten würde, was natürlich nur geht, wenn du die Person kennst, ist, dass sie dir sympathisch ist. Und dass du sie kompetent findest. Das sind zwei Dinge, die können natürlich sehr auseinandergehen. Du kannst jemanden sympathisch finden, ohne ihn kompetent zu finden. Du kannst jemanden unsympathisch, aber kompetent finden. Aber für deinen Betreuer solltest du möglichst jemanden finden, der beide Kriterien erfüllt. Weil Sympathie darf man nicht unterschätzen. Man arbeitet, je nachdem ob Bachelor- oder Masterarbeit, mehrere Wochen bis viele Monate zusammen an einem Thema. Also du arbeitest und er oder sie berät dich dabei und ihr werdet in sehr viel Kontakt und Austausch stehen und letztendlich ist es auch die Person, die deine Arbeit bewertet. Und wenn ihr euch gegenseitig unsympathisch seid oder du die Person unsympathisch findest, dann wird es eine sehr mühsame und sehr unangenehme Zeit werden. Ich kann aus eigener Erfahrung einfach berichten, ich fand meinen Betreuer sehr kompetent und so normal sympathisch, also jetzt weder super sympathisch noch gar nicht sympathisch, sondern so neutral halt. Und selbst da fand ich schon unangenehm, ihn halt häufiger anzuschreiben, wenn ich nicht weiterkam und so weiter. Und wenn du das bei einer Person machen musst, die du unsympathisch findest, dann ist es blöd. Und das andere ist natürlich kompetent. Also es gibt einfach Dozierende, bei denen hat man den Eindruck, egal ob das nun stimmt oder nicht, dass sie inkompetent sind oder dass sie nicht so den Peil haben. Und sowas möchte man in seiner Abschlussarbeit auch auf jeden Fall vermeiden. Ich habe auch von Kommilitonen tatsächlich mitbekommen, die halt das Gefühl hatten, dass die Person inkompetent ist und die hat dann immer widersprüchliche Hinweise gegeben. Also wenn man was gefragt hat zu einem Thema, kam eben einmal die eine Antwort und wenn man das nächste Mal gefragt hat, kam plötzlich eine andere Antwort. Und sowas kann man einfach vermeiden, wenn man jemanden nimmt, von dem man zumindest das Gefühl hat, dass die Person Ahnung hat. Wie findest du nun einen Betreuer? Also ich kann da sehr die Lehrstuhl-Homepages empfehlen. Denn dort findest du eigentlich alle Personen, die in Frage kommen. Also ich glaube für beides muss es irgendjemand sein, der promoviert hat, also zumindest einen Doktortitel hat. Und auf der Bachelorarbeit sind eigentlich alle wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgelistet. Außerdem bietet die Suche über die Lehrstuhl-Homepage den Vorteil, dass du dort halt
Personen findest, die eben zu deiner Fragestellung oder zu deiner thematischen Ausrichtung passen. Bei uns in der Soziologie ist es zum Beispiel so, dass man halt am quantitativen Lehrstuhl Leute findet, die quantitative Arbeiten betreuen. Es gibt natürlich auch Schnittstellen, die vielleicht an mehrere Lehrstühle passen, die von verschiedenen Personen betreut werden könnten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt und dort wirst du vielleicht auch noch mal an Leute erinnert, die du vielleicht in früheren Semestern hattest, die du vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hattest, die aber tatsächlich auch als Betreuer oder Betreuerin in Frage kommen. Und dann der letzte Tipp, den ich dir geben kann, und den darfst du nicht unterschätzen, ist, eine Person zu wählen, die thematisch in dem zumindest einigermaßen drin ist, was du machst. Es bringt nämlich nichts, wenn du bei jemandem schreibst, der zwar dein Thema total spannend findet, der aber davon überhaupt keine Ahnung hat. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte am Anfang, war ich da so ein bisschen zwiegespalten bei meiner Masterarbeit, weil mein Betreuer, bei dem ich geschrieben habe, der hat sehr viel selber zu diesem Thema oder in diesem Themenkomplex publiziert und selber auch sehr viel geforscht. Und ich dachte mir so, ob ich dem dann den Anspruch von, also seinem Anspruch gerecht werden kann. Nicht, dass der das alles super trivial findet und irgendwie mich auf gut Deutsch für blöd hält. Aber letztendlich hat es mir total viel geholfen, weil er mir richtig wertvolle Literaturtipps geben konnte. Er kannte sich in den Daten aus, mit denen ich gerechnet habe. Er hat mir sogar also mit Starter in dem Statistikprogramm, er konnte mir da wirklich helfen und zwar konkret auf die Daten bezogen und thematisch, wie gesagt, auch. Also ich konnte ihm thematisch wirklich detaillierte Fragen stellen und er konnte sie eigentlich immer ad hoc beantworten, auch wenn das natürlich kein Kriterium ist. Natürlich darf auch ein Dozent oder eine Dozentin mal was nachschauen müssen. Aber das lohnt sich einfach, jemanden zu nehmen, der thematisch Ahnung hat von dem, was du machen möchtest, sich zumindest in der gleichen Richtung bewegt. Klar, du kannst jemanden sympathisch und kompetent finden, aber es bringt dir nichts, wenn derjenige oder diejenige überhaupt keinen Plan davon hat, was du eigentlich machen möchtest. Also wenn du auf der Suche bist nach jemandem, der deine Arbeit betreut, dann nimm jemanden, den du sympathisch findest, den du kennst, den du kompetent findest, der im richtigen Lehrstuhl sitzt und der auch noch Ahnung von deinem Thema hat, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.